Hallo, Bernadette von Sportblog CC. Ich bin heute zu Besuch bei der Barbara Trifoniuk. Ja, hallo, grüß euch. Die Barbara ist Jumping Fitness Master Trainerin für Österreich. Ja. Das heißt, wir trainieren auf Minitramps heute. Und du wirst uns ein bisschen was erzählen über Jumping Fitness. Worum geht es in so einer Stunde? Also Jumping Fitness ist ein Group Fitness Workout auf lizenzierten Mini-Trampolinen, wie du schon gesagt hast. Und es dient quasi zur Kräftigung vom Kraftausdauertraining. Okay. Also ich sehe, da gibt es mehrere Farben. Wir haben Blau und Grün. Macht das einen Unterschied? Wir haben auch noch Gelb und Pink im Programm. es macht also vom Jumpen her keinen Unterschied, aber die Studios kaufen sich gerne die Trampoline in der jeweiligen Logofarbe. Mhm. In einer Jumping-Fit-Stunde springt man am Trampolin. Es gibt mehrere Schrittvarianten. Was sind so die Grundschritte auf die einem Trampolin? Basic Step, den Jack ist quasi dieser Hampelmann, Jogging, ja, da gibt es noch vieles mehr. Was unterscheidet denn Jumping-Fit von anderen Cardio-Stunden wie Zumba oder einer Step-Stunde? Zuerst mal die Trampoline natürlich. Und es werden alle Muskeln im ganzen Körper beansprucht. Und man kann auch Balanceübungen einbauen, die, das heißt, mit denen man quasi instabil. Auch die Tiefenmuskulatur trainieren kann. Bis wie viel Kilo darf man sich auf so ein Trampolin stellen? Gibt es da eine Beschränkung? Bis 200 Kilogramm gibt es. Also da kann man schon zu zweit auch drauf springen. Man hat nicht genug Platz zu zweit, aber es geht sich aus. Es gibt dann auch noch eine Stange, habe ich gesehen, die wird dann da angemacht, wo man sich dann anhält. Wofür ist die da? Die Stange ist eigentlich nur zum Abstützen da. Am Ende der Einheit ist so quasi der Höhepunkt und dann kann man quasi pushen. Und beim Push-Teil, wenn man müde ist, kann man das Gewicht vom Oberkörper auf die Stange auflegen und kann so besser die Rumpfmuskulatur anspannen. Das heißt, das ist zur Entlastung? Ja, zur Entlastung. Wie läuft denn so eine Jumping-Fit-Stunde ab? Also von den Phasen aufwärmen, nehme ich an. Es gibt ein Warm-up, dann hat man quasi so um die 4 Lieder, wo man die ganzen Basic Steps einbauen kann. Und so am Ende der Stunde ist dann dieser Höhepunkt, wo man dann diesen Push-Teil einbaut oder einen Sprint einbaut. Und dann Cooldown. Das heißt, man sitzt nicht auf den Trampolinen, man springt die ganze Zeit und man ist ständig in Bewegung. Und ich nehme an, es ist auch ausdauerlastig dadurch, man schwitzt. Also man schwitzt. Wahnsinn. Ich schon erzählt vorher, man ist immer komplett verschwitzt. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, das ist ganz wichtig. Ihr habt einzelne Songs, die ihr da durchchoreografiert, glaube ich. Nein. Nicht? Nein, wir haben, also das ist eigentlich alles frei. Der Trainer macht zu Hause die Playlist und dann ist alles frei. Alles klar. Dementsprechend kann man auch die Stunde auf die Kunden anpassen. Das heißt, es gibt mehrere Level von einer Übung, die man sich dann wählen kann als Teilnehmer. Ja, oder man macht den Schritt so lange, bis der Großteil der Gruppe das schafft. Gibt es eine spezielle Springtechnik? Aber worauf muss man achten, wenn man auf den Trampolinen springt? Also die richtige Position. Man muss mit der ganzen Fußsohle am Trampolin sein. Die Knie sind leicht gebeugt, den Oberkörper gerade vorbeugen, Bauchnabel nach innen ziehen, also quasi Bauch und Popo anspannen, Kopfverlängerung der Wirbelsäule. Und man versucht dann, die Knie zum Bauch zu ziehen. Also das ist so, als würde man am Boden liegen und Sit-Ups machen. Also nicht in die Höhe springen, so wie zu Hause im Garten auf dem Trampolin, sondern eigentlich ist der Oberkörper immer gerade und es arbeiten nur die Beine. Ich habe das recherchiert, das schaut aus wie ein Frosch, wenn man dann springt, wenn man sich dann vorne an der Stange anhält und immer nur die Füße hebt. Das ist eine etwas interessante Optik, ein bisschen froschähnlich. Ist natürlich für die Bauchmuskulatur dann spannend, wenn man die Beine hebt. Das heißt, man hat ein Ganzkörper-Workout am Ende der Stunde. Ein Ganzkörper-Workout, ja. Mit Kräftigung. Für welche Zielgruppe ist denn das geeignet, Jumping Fit? Also wir bieten Jumping Kids schon ab 5 Jahren. Und die älteste Dame, die ich bei einer Masterclass hatte, war 86. Also sie hat natürlich nicht in diesem Ausmaß mitmachen können wie die jüngeren Teilnehmer. Aber es macht so Spaß und sie hat sich bewegt und das ist das Wichtigste. Das stimmt. Das heißt, ihr bietet eigene Kinderstunden an? Ja, für Kinder bis 15? Genau, wir haben das gestaffelt ab 5 Jahren, ab 8 Jahren und ab 12, weil die Teenies was ganz anderes wollen natürlich als die 5-Jährigen am Trampolin. Alles klar. Das ist so zugeschnitten auf die Altersgruppe. Ja, genau. Wir hatten das Kursformat erfunden. Das ist vor einigen Jahren so also zur Tschechei herübergekommen quasi. Okay. Und du bist jetzt Mastertrainerin für Österreich. Das heißt, du bist die Ansprechperson für alle Jumping-Fitness-Stunden in Österreich. Wie lange gibt es denn das schon in Österreich? Ich mache das jetzt mittlerweile seit 4,5 Jahren. Und ich habe es nach Österreich gebracht. Also ich war die erste Trainerin. Die erste. Genau, und habe dann kräftig in Werbung investiert. Ja.
bin dann quasi zur Masttrainerin geworden und biete jetzt Ausbildungen an. Man kann auch die Trampoline bei mir erwerben und bei Fragen oder bei Promostunden auch mich kontaktieren. Was kostet denn so ein Trampolin? Das fragen sich jetzt vielleicht einige, die das zu Hause in ihrem Wohnzimmer aufstellen wollen. Wie viel muss man löhnen für ein Trampolin? Also ein Bellicon-Trampolin von Jumping Fitness kostet 399 Euro exklusive Mehrwertsteuer für Studios. Okay, und das kann man auch direkt bei dir bestellen, auch als Privatperson, wenn man sich das selber kauft. Da kostet es ein bisschen mehr, aber man kann es auch bei mir bestellen, ja. Wie kommen die Stunden an? Sehr gut, wir haben täglich 2 Stunden. Okay, hier in Großenzersdorf bei Wir sind fit. Genau. Wo, das ist dein Fitness. Genau, meine Fitnessfirma quasi, meine zweite. Ansonsten alle Trainer, die ich ausbilde, fangen meistens mit 11 Trampolinen an. Und nach 2-3 Wochen kaufen sie noch weitere 5 oder 10 dazu, weil die Stunden so ausgebucht sind, dass sie die Leute nicht mehr unterbringen können. Das verstehe ich. Ist das ein spezielles Material? Woraus ist das gemacht? Ist das langlebig? Wenn man sowas bestellt, hat man nämlich an ein Markenprodukt zu Hause, oder? Also das sind wirklich, wirklich gute Studiogeräte, die sehr lange halten. Man kann natürlich auch alles mit der Zeit austauschen, weil es auch ein Verschleiß ist. Gut, das heißt, also man hat da wirklich ein gutes Gerät auch für zu Hause. Auch für zu Hause. Man muss halt den Platz haben, es irgendwo zu verstauen vermutlich. Also ja, man kann es nicht zusammenlegen. Das stimmt schon, man kann auch die Beine nicht abschrauben, aber man kann es einfach so wie hier aufstellen, die Stange draufhängen und die Sache hat sich auch erledigt. Na gut, da hast du mir jetzt wirklich Lust gemacht, das jetzt mal auszuprobieren. Wir werden das jetzt gleich testen. Ich hoffe, es macht Spaß. So anstrengend. Meine Oberschenkel haben so gebrannt. Warum? Um einen Schub. Ich schwitze nämlich. Ich bin trainiert, aber das war jetzt wirklich, das war so anstrengend. Und wie gesagt, das locker lassen. Ich war so verspannt, weil ich mich so beeilen musste, dass ich den Rhythmus halte, weil die Musik so schnell war. Und das glaube ich, das ist das, was so anstrengend macht. Dieses hier locker bleiben und hier voll anspannen und in diesem Tempo das durchhalten. Also ich muss sagen, es ist selten so etwas Anstrengendes erlebt. Du hast richtig Gas gegeben. Danke. Ich verstehe, dass man viele Kalorien verbrennt in der Stunde. Und ich verstehe, dass man unbedingt duschen muss nachher. Also mir hat es irrsinnig Spaß gemacht. Es ist ganz was Spezielles, auf dem Trampolin zu stehen. Es macht irrsinnig Spaß, wenn man da oben steht, will man sofort springen. Aber man rechnet nicht damit, dass man so schnell springen muss. Also ich muss sagen, probiert es aus. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Jumping Fit mit Barbara Trifoni. Juck. Barbara Trifoniuk. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Like, hinterlasst Kommentare und ihr könnt auch gerne unseren Channel abonnieren, dann habt ihr immer die neuesten News über Fitnesstrends, so wie Jumping Fit heute. Ich freue mich über euer Feedback.